Willkommen auf dem Kanal zu einem neuen Video. Wir schauen das neue Video von Julian Bam rein. Zwei dicke lernen tanzen. LOL, BTS, BTS, Mann im Mond, Akt 2. Rein da. 1-Euro-Tanz versus 10.000-Euro-Tanz. So Leute, John und ich haben jetzt Tanzunterricht wie in guten alten Zeiten. Da ist John, der sich schon extrem freut, gleich die Choreo zu lernen. Aber sie nehmen Tanzunterricht. Ich dachte, du und so, also, dass sie sich selber irgendeine Choreo ausgedacht haben oder... Weil er hat ja auch damals viel Breakdance gemacht. Ich dachte, dass sie dann einfach das vielleicht alles selber machen. Aber vielleicht wäre es auch einfach zu viel. Ich meine, das ist ja ein Riesenprojekt. Und da kann ja auch nicht komplett alles alleine machen. Wäre ja viel zu stressig. Schon sehr hart aussieht auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, ob mein Fuß das mitmacht. Hinten haben wir auch den... Das habe ich mich auch gefragt in dem Hauptvideo. Der hat ja richtig fett abgedanced in dem letzten Song. In diesem indischen... Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Oh, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Da hat er richtig fett abgedanced, da dachte ich mir auch so, Bro, was geht ab, Alter? Ich dachte, er hat fett Probleme mit dem Fuß, also mal schauen, ob er da noch was dazu sagt. Ich bin, der auch schon die erste Choreo gemacht hatte bei Akt 1, Tuleme. Oh, das war auch krass. Das war auch ein richtig krasser Dance. Aber diese Choreo ist anders wild auf jeden Fall. Also die sah auch viel heftiger aus. Also im Sinne von, dass es viel anstrengender aussah von dem Akt 2. Die gerockt haben, ganz ehrlich, dann haben wir auf jeden Fall unseren Club-Kommando. Mein Jutzer, bist du bereit? Oh, gar nicht wahr. Das wird auf jeden Fall was. Können wir mal John präsentieren, was ihr gemacht habt? Alter, das sieht so brutal aus. Was denkst du, kriegen wir das hin? Alter, weil wir es zeitlich nicht mehr geschafft haben, hatte der Curly jetzt nochmal eine Demo aufgenommen. Das wird ungefähr der Song sein, aber ihr habt ihn ja eh schon gehört, Freunde. Was laber ich euch gerade voll hier? Dann geht's los mit dem Training. Ich hab Bock. Ist noch die Tanzschule hier oder wie? Ah, noch nice Werbung reingemacht. Ey, habt ihr schon mal Tanzunterricht gemacht in so einem Studio mit so fettem Spiegel und einem Lehrer, der euch instructed hat, wie die Choreo geht? Ich weiß noch, ich hatte das mal in der Schule so komplett random. Ich weiß nicht mehr warum. Ich glaube, es war so, wie sagt man, so Club oder... Also wenn man so, man durfte irgendwie auswählen, was man machen will und dann gab es halt auch dieses Tanz und ich dachte mir so, Bro, ich hab richtig Bock, lass da reingehen. Und da war ich da drin mit ein paar Freunden, ne, und der Lehrer oder die Lehrerin, ich weiß gar nicht mehr, wer das gemacht hat, der hat so eine Choreo vorgetanzt und gesagt, ja, macht mal nach und dann musste jeder nachmachen mit Musik und die ist so durchgelaufen oder er. Man hat die ganze Zeit nachgeschaut, ob wir es halt legit machen und dann das war das erste Mal, dass ich realized habe, Bro, ich kann nicht tanzen, ich bin einfach ein Stock, Alter. Das war eine richtig, richtig krasse Erkenntnis an dem Tag, Mann. Was machen wir hier? Aber es wird halt so großartig und wir wollten unbedingt nach dem Film AAA auf jeden Fall. Und jeder hat mich ausgelacht, Bro, das war auch noch so todesunangenehm. Jeder hat sich umgedreht und hat mich ausgelacht. Also seitdem weiß ich, dass ich wahrscheinlich nie wieder tanzen werde. Hollywood machen, guck dir mal diese Preise an. Ui. Wicked Dance Club. Ey, Wicked kenne ich auch einfach seit 15, 16, 17 Jahren einfach. Und vielleicht kennt ihr den auch von dieser Show hier. Ich kenne ein paar OGs als Koch noch. Oh, stimmt, als Koch von Juba Films. Ja, ja, bei ihm sind wir auf jeden Fall gerade hier. Bester Mann. Die große Challenge ist auf jeden Fall das Ganze. Okay, nee, kenne ich nicht, tatsächlich. Auf dem Schrottplatz zu performen, ne? Der Boden ist natürlich nicht so stable wie hier. Und noch in anderen Schuhen, so in halt so schicken Tanzschuhen und bei der Hitze und draußen und mit Kamera. Da steht uns auf jeden Fall die größte Challenge für Akt 2 bevor. Während des Tanzes auch noch singen. Ach ja, während des Tanzes müssen wir noch singen. Was wollen wir das so machen? Mit Deepfake, keine Ahnung. Mehr. Hey, macht gar keinen Sinn. Kriegt das rein, in der Original. So wird es sein, ey. Ich muss sterben. Scheiße, ey. Bros, so, jetzt kommt jetzt die schwere Choreo, Freunde. Jump. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hä, aber sieht einfach instant gut aus. Ich weiß nicht, klar nicht perfekt, aber größtenteils schon sehr legit. Also ich meine, da ist ja auch voll viel so Fußarbeit dabei, deswegen hat es mich gewundert, dass Jules dann was so machen konnte, weil die letzte Zeit ja doch gut belastend für ihn und seinen Fuß war. Ja,
Kacke. Ich hab schon verkackt. Das ist doch sorry. Alter, gut stressig und auch richtig schnell und gar keinen Platz, Alter. Freunde, nachher werde ich leider keine Zeit haben zum Filmen, aber ich habe den perfekten Ersatz gefunden. Und zwar die Person, die nie vor die Kamera will, deswegen kommt sie heute hinter die Kamera. Und zwar Min Chao. Du machst heute die Kamera, ne? Ja, ich mache heute die Kamera. Ja, wir dachten, weil heute 85 Grad ist, dachten wir, komm, machen wir mal ein bisschen länger, ne? Ein bisschen Sonnenschutz natürlich. Deswegen haben wir unter den Hosen auch noch mal weitere längere Hosen an, so Leggings, weißt du, damit wir auf jeden Fall nicht abkühlen. Schlau. Sehr, sehr schlau, ja. Achselhaare bei uns auch beide so lang gerade einfach. Boom. Lukas, boom. Mehr Tänzer bei uns. Boom. Lukas nochmal. Und jetzt. Tanz. Aber es ist auch schon ein Banger-Lied, muss man so sagen. Was mich irritiert hat, ist, dass dieses Lied komplett an mir vorbeigegangen ist, das Originallied. Aber es ist anscheinend hardcore durch die Decke gegangen, also auf YouTube. Also ich habe dann im Nachgang irgendwann mal das geschaut und dachte mir so, okay, komplettes Fiebertraum-Video, wie konnte das an mir vorbeigehen? Aber also es war schon auch guter Banger auf jeden Fall zum Reinhören. Die Kamera zu den Tänzern, da kannst du auch gerne Wallpaper machen, weil die du kriegst. Anton, hast du Bock? Schon, aber auch irgendwie nicht. Es ist schon echt verdammt heiß heute. Man sieht's nicht, aber ich schwitze unter meinem Bart. Ein krasses Video. Warum machst du das nicht auf? Warum machst du das? Was? Nein! Oh, danke, nee. Ich soll dich trauen. Die Arme. So müsst ihr ja nicht machen. Oder? Ja, das ist gut. Ja. Es ist 80 Grad gerade. Also dafür, dass sie jetzt so viel sagen, dass es sich richtig krass heiß ist und krass anstrengend ist, kam das in dem Hauptvideo gar nicht rüber und sie sagen, das sah richtig entspannt aus für die. Oh, wie trinkt man mit einem Bart? Man steckt sich die Flasche in den Mund, wie auch ohne Bart. Ja. Warum frage ich dich eigentlich? Du hast selber keinen Bart. Ich hab mich heute Morgen rasiert, guck mal hier. Oh, mega geil. Alles blank. So ein Bart kriegst du aber nicht, oder? Ja, doch, wenn ich so Jahrzehnte wachsen lasse vielleicht. Ja, nee, dann. Oder wenn ich mir den Schaum. So ein, oder? So ein. So mega lang, der wird der. ein Haar. Ja, ich würde schon sagen drei. Ja, das ist schon. Ja, ja. Ist okay. Na, mir geht's gut. Wie geht's dir? Gut. Wie fühlst du? Ich fühle den Ball, Alter. Ich fühle den auch so. Ich schwöre, ich wünsche dich jetzt ein paar. Boah, ich bin so. Ja, cringe. Also ich glaube, mein Bart würde niemals so krass wachsen, beziehungsweise er würde nicht so dicht wachsen, dass er so clean aussehen würde. Dementsprechend versuche ich es gar nicht erst. Außerdem wäre mir das, glaube ich, auch ein bisschen zu viel Bart. Jupp, 10 Minuten später haben wir noch keinen Shot gemacht, aber wir haben sehr viel geschwitzt, liebe Freunde. Die Tänzer warten gerade noch alle auf uns. Wir brauchen gerade ein bisschen länger, weil die Hitze, Freunde. Okay, mal reinwerfen. Ja, mach mal richtig. Boah, ich will das nicht auf dich werfen. Der Wind kommt von da. Nicht fest, sondern so mit den Füßen schrabbeln auf dem Boden. heftige Effekte, Alter. Junge, ist schon. Läufer, Schaufel und bitte. So, noch besser. Alter. Boah, cool, heftig. Läufer, Schaufel und bitte. Geil. Hä, dass sie es einfach so gemacht haben, krass. Das sah krass aus, oder? Ja, mein Slow-Mo. Nee, erst nur den. Dann steht. Sieht das denn schön voll aus, Angelo, das Bild? Einen halben Schritt in die Richtung, ihr beiden. Stopp, die Kamera läuft. 6, 7, go. Und der Bier sind. Ja, genau, das ist geil. 5, 6, 7, 8. Der Bier sind. War das synchron? Ja. Ey, das war ein geiles Bild. Verdammt halt schon. Also, willst du ein bisschen Licht von vorne? Jetzt hier. Ja, also, ja, das Licht klappt ja. Ey! Alright, alle bereit? And go. Zeig, kann man es nochmal an? Der Replay einmal sehen. Moin! Ja, ist geil. Das sieht okay, gut, okay. Unzertrennlich, so wie Blitz und Donner ziehen wir durch die Nacht. Was du jetzt? Unzertrennlich. Ja, bis jetzt hat er nicht geschwitzt. Oder? Ist da schon was? Gutes Kostüm, Alter. Ich bin mehr am Schwitzen als du. Crazy. Dann würde ich jetzt noch einen machen.
wo wir. Was denkst du, Martin? Die sehen aber gar nicht so aus, ob die krass schwitzen. Ich weiß nicht. Also normalerweise, wenn jemand sagt, so, oh, ich bin komplett durchgeschwitzt, so sieht man das eigentlich an so, vor allem an so einem Hemd. Das eine da, wo die zwei, ne? Genau, richtig. Ja, wo wir zu zweit eben so waren und gesagt haben, denn wir sind, aber jetzt mit allen Tänzern. Ja. Alle Köpfe. Mit allen Tänzern. Denn wir sind Pam Pam, denn okay. Wir sind... Ah, mit dem genau. So, liebe Freunde, dieses Flugzeuggeräusch kommt von da hinten, von der Kamera. Die wird gerade geführt, erwähnt, 80 fucking Grad sind und ich habe noch nicht geschwitzt. Die Kamera wird gekühlt? Was? Liebe Freunde, ich bin sehr stolz auf meine... Ist das ein normales Ding, dass man eine Kamera kühlen muss? Krass, Alter. Meine Achseln hier. Also John hat auch noch nicht geschwitzt. So. Ja, krass. Ja, ja. Wie geht's dem Fuß? Ja, geht. Kann das probieren? Uff. Das ist heiß. Alter, dafür, dass das wirklich Probleme im Fuß hatte, merkt man in den Choreografien gar nichts davon. Geiler. Schwitztest. Der Schwitztest. Schwitzig? Nee. Ah, doch. Echt jetzt? Doch. Wenn man jetzt sitzen bleibt, dann geht's richtig dann los. So, Hemden sind echt ehrenlos, ne? Da sieht man es immer richtig schnell. Ich geh schlafen. Jetzt haben wir einen richtigen. Was ist das? Einen richtigen. John, ich verkacken die ganze Zeit. Ah, scheiße, der Bart fühlt sich ganz komisch an. Ja, richtig schön. Wie findet ihr die Choreo? Mega, es war auch einfach ästhetisch, auch die Farben. Ich hab viel mehr Bock, euch zuzuschauen. Kamera auf, du! Wer kann die Choreo nachtanzen, der bekommt 10 Euro. Und dann können wir einfach so, dann nicken wir uns zu und dann gehen wir einfach raus. Ich glaube, das Wippen sieht nicht so gut aus. Oder? Was denkt ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare. Also wie gesagt, ich werde es nicht mal probieren, Alter. Ich habe einfach damit abgeschlossen mit irgendwelchen Tänzen. Also. Ich brauche Hilfe. Er braucht Hilfe. Ich bin deine Hilfe. Mund-zu-Mund-Beatmung. Danke. Okay, dann. Jetzt okay. Kommt die harte Choreo, liebe Freunde. Let's go. Wir haben uns nämlich bis Ende aufgehoben. 4, 5, 6, 7, go! Aber es sieht auch einfach geil aus. Ja. Das ist auch ja. Wir tanzen gerade noch weiter. Ich glaube, gar nicht warm. Also, der Vlog wird voll langweilig. Ich gar nicht mehr sagen. Hier, mach noch einen. Der wird's, Freunde, der wird's. Guck jetzt zu. So, Mann. Okay, der wird's jetzt. Schau zu. Der ist auch cool. Der kann sich mehr. Sollen wir einmal gucken? Nein. Der arme John, Alter. Nein, das ist vom Letzter. Der Schmerz von meinem... Dieser Jump Cut jedes Mal dazu, dass wir dann einfach komplett fertig sind. Hier jetzt gerade die ganze Zeit. Kamera ist dope. Willst du es nochmal sehen? Ich hab gesehen schon. Tanz mal nicht dope? Doch, tanz mal dope. Ist auch krass. Immer dope. Tanz mal nicht dope. Tanz mal super dope. Meine Mond ist auch am Start. Yes. Mann, Mann, bist du heidi? Noch halb nackt, aber gleich rangezogen. Schade eigentlich, ne? Dann ein Shot. Entweder versteckt John das Zepter jetzt oder wir laufen, machen einen Slow-Mo-Shot. Go! Wir haben heute eine eventuell Geschichte geschrieben. Eventuell, guck mal, wie unsicher ich bin. Wir haben Geschichte geschrieben. Nicht etwa YouTube-Geschichte, sondern Filmgeschichte. Ey, heute Morgen muss ich ehrlich sagen. Was ist passiert? Ich hatte wirklich fucking Angst vor dem Dreh. Echt? So krass Angst. Weil deswegen war ich auch so ultra ruhig die ganze Zeit, weil ich dachte so, wir werden Drehabbruch haben wahrscheinlich. So, weil wir einfach so fertig sind. Die Sonne, der
Fuß, Tänzer müssen alle fit bleiben, John, die Hitze, der Fuß. Toll, aber ihr habt gut durchgeballert. Also auch John? Ja, auch. Auch? Ja, alles? Ja, also, auch. Mega ja, Respekt ja, an John, Alter, wirklich, ganz ehrlich. Ja, mega Respekt an alle, die da beteiligt sind, Alter. So heftig. Geht mal zu John nach Hause oder so. Und wirklich, ich glaube, wir... Wir hauen die Adresse von John einfach in die Videobeschreibung. Ja, blend mal ein. Einfach nee, nee, in die Videobeschreibung. Ja, okay. Bei John, da steht deine... Ich sag's einfach jetzt ganz schnell. Ja. Bitte, Straße. Ja. Ja, ja, ui, das war schon... Bei die echte. Ja, ich mache echte, echte. Du weißt, dass dir Spaß gemacht hat. Ne? wenn ihr, Boah, beste Abmord. Das war eine krasse Abmord, ne? Ja, boah. Die wird sich... Guter anstrengender Tag wahrscheinlich, Alter. Generation erinnern, liebe Freunde. Das war ein interessantes Behind the Scenes von Julian Bam. Lasst ihm auf jeden Fall gerne ein kostenloses Abo auf YouTube da. Lasst mir gerne auch ein kostenloses Abo auf YouTube da und einen kostenlosen Follow auf Twitch. Würde mich sehr freuen.